Hallo und grüß Gott bei Zukunft Erde. Grüß Gott, weil wir jetzt nach Bayern gehen. In Bayern, bekanntlich, gibt es da noch ein paar Berge, Ausläufer der Alpen. Und dieses Gefälle dieser Berge, die da noch in die Ebene dann rausgehen Richtung München, die wurden genutzt. Oskar von Müller, vor 100 Jahren hatte dieser gute Mann eine tolle Idee. Er hat gesagt, da, wo Höhenunterschiede sind und dann noch dazu Wasser, nämlich sogar den Walchensee und den Kochelsee, die liegen so übereinander, durch 200 Höhenmeter getrennt, da könnten wir doch die Kraft des Wassers nutzen, um Strom zu erzeugen. Strom ist ja, wie gesagt, kommt ja nicht nur aus der Steckdose. Und es wird viel der Aufwand betrieben, um Strom zu erzeugen. Ich denke da nur an die Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke. Hier haben wir es jetzt mit regenerativem Strom zu tun. Wasserkraft ist die Quelle. Ganz spannend, technisch, 100 Jahre alt, funktioniert immer noch super. Es sind diese charakteristischen Rohre, wenn man nach Garmisch reinfährt auf der Autobahn, sieht man sie links liegen. Durch diese Rohre rauscht das Wasser in die Turbinen, produziert Strom für die Bundesbahn und für private Haushalte. Wir schauen uns dieses Kraftwerk jetzt mal genauer an. Strom aus Wasserkraft, flexibel, zuverlässig, ohne jede Emission. Am Beispiel des Walchensee-Kraftwerks. Wenn man sich mit dem Walchensee-Kraftwerk beschäftigt, ist es vielleicht ganz hilfreich, sich einen Satz zu merken. Der Satz lautet: Sie sind zu Besuch bei einer alten Dame, älterer Herr, wahlweise, wie Sie es halten wollen, mit weit verzweigter Verwandtschaft, hochaktueller Aufgabenstellung und besten Zeugnissen. Zunächst zur Historie des Walchensee-Kraftwerks. Das Walchensee-Kraftwerk wurde zwischen 1918 und 1924 gebaut, 6 Jahre Bauzeit, und nützt den natürlichen Höhenunterschied zwischen dem 200 Meter höher gelegenen Walchensee und dem 200 Meter tiefer gelegenen Kochelsee. Dieser Höhenunterschied hat ganze Heerscharen von Ingenieuren begeistert und letzten Endes hat Bayern dann einen Wettbewerb ausgerufen und Oskar von Müller hat mit seinem Ingenieurteam den Wettbewerb gewonnen und hatte eine Idee vorgelegt, die er überschrieben hat mit den Worten einfach und sicher. Zentrale Punkte dieses Systems sind zusätzliche Zuleitungen für den Walchensee, damit ein Kraftwerk sich auch wirklich lohnt und über genügend Wasser verfügt. Diese zusätzlichen Zuleitungen des Wassers für den Walchensee beginnen in Grün. Dort wird der Isar über das Grüner Wehr Wasser entnommen und über einen Stollen oder auch teilweise oberirdisch in den Walchensee hineingeleitet. Seit 1950 nützt auch das Obernach-Kraftwerk in der Obernacher Bucht das Gefälle dieses zusätzlichen Wassers und erzeugt dort rund 50 Millionen Kilowattstunden CO2-freien Strom. Der nächste Input kommt vom Rissbach aus dem Karwendel. Dort wird ebenfalls über ein Wehr, dem Rissbach-Wehr, Wasser entnommen, das unterirdisch unter der Isar durchgeführt wird und beim Niedernach-Kraftwerk ebenfalls in den Walchensee gegeben wird. Auf diese Art und Weise erhält der Walchensee zusätzliches Wasser, das letzten Endes über einen Stollen, der in Urfeld beginnt, auf die andere Seite des Berges transportiert wird, um von dort, von einem Ausgleichsbehälter, und diesen Ausgleichsbehälter nennen wir Wasserschloss, um dort von diesem Ausgleichsbehälter 200 Meter in die Tiefe zu stürzen und in der Maschinenhalle Strom zu erzeugen. Das Walchensee-Kraftwerk erzeugt ca. 300 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das ist eine Strommenge, die rein rechnerisch für 100.000 Haushalte ausreichen würde. Allerdings geht diese Rechnung ein bisschen in die falsche Richtung, weil die Aufgabe des Walchensee-Kraftwerks ist es nicht, dauerhaft Strom zu erzeugen, sondern die Aufgabe des Walchensee ist es, als Spitzenlastkraftwerk eingesetzt zu werden. Spitzenlastkraftwerk heißt, das Walchensee-Kraftwerk liefert immer dann Strom, wenn schlagartig Strommengen gebraucht werden, weil schwankende Erzeugung zum Beispiel aus Sonne oder Wind wegbricht und zur Sicherung der Netzstabilität sehr kurzfristig viel Strom gebraucht wird, dann springt so ein hochflexibles Kraftwerk wie das Walchensee-Kraftwerk entsprechend ein. Gut, nach der Stromproduktion in der Maschinenhalle geht das Wasser über einen Auslaufkanal in den Kochelsee. Der Wasserstand des Kochelsees wird kontrolliert über die Kochelseeschleuse und schließlich führt die Loisach das Wasser auch entsprechend ab. Am Kraftwerk Schönmühl vorbei bis zum Wehr Beuerberg. Dort
erhält die Loisach eine Unterstützung, den Loisach-Isar-Kanal, und schließlich wird das Wasser bei Wolfratshausen wieder in die Isar zurückgegeben. Damit sind auch die nördlichsten Punkte und die südlichen Punkte des Kraftwerkssystems beschrieben. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Satz, ich habe gesagt, weit verzweigte Verwandtschaft. Das ist die weit verzweigte Verwandtschaft, den Wiederrückgabepunkt des Wassers in Wolfratshausen sowie die beiden Wehre am Rissbach und an der Isar in Krün sind Teil des Kraftwerkssystems. Sie sollten also mitnehmen, es geht nicht um ein singuläres Kraftwerk, sondern das Weichensee-Kraftwerk ist ein Kraftwerkssystem, das im Karwendel oder an der Isar beginnt und letzten Endes von der Wasserseite her bei Wolfratshausen endet. Durch die 6 Rohre hinter mir läuft immer dann Wasser, wenn für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Versorgung schlagartig Strom gebraucht wird. Ich habe ja vorher beschrieben, das ist ein Spitzenlastkraftwerk und springt immer dann ein, wenn der Strombedarf besonders hoch ist. Und diese Aufgabenstellung ist heutzutage moderner und wichtiger als je zuvor, weil aufgrund der erhöhten Einspeisung aus sehr wechselhaften Stromquellen, wie letzten Endes der Photovoltaik, also Strom aus Sonnenlicht oder der Windkraft, immer wieder sehr wechselhafte Einspeisungen kommt. Und wenn diese Einspeisungen schlagartig wegfallen, dann sind solche flexiblen Kraftwerke wie das Weichensee-Kraftwerk als Hochdruckspeicherkraftwerk gefragt. Und das ist der Punkt, den ich zu beschreiben versucht habe mit den Worten hochaktuelle Aufgabenstellung. Also die Aufgabenstellung des Weichensee-Kraftwerks ist heute gefragter denn je. Entsprechend einem Kriterienkatalog eines internationalen Wasserkraftverbandes wurde das Weichensee-Kraftwerk 2013 in allen Aspekten durchleuchtet und hat im Zuge dieses intensiven Tests, der über Wochen angehalten hat und bei dem andere über das Weichensee-Kraftwerk befragt wurden, also die Fischerei hier in der Region oder die Bürgermeister in der Region oder die Tourismustreibenden in der Region, Naturschutz, Umweltschutz, all das, was wir heutzutage Stakeholder nennen, sind über uns befragt worden und nach bestimmten Kriterien sind die Ergebnisse dann bewertet worden und unterm Strich hat das Weichensee-Kraftwerk diesen internationalen Nachhaltigkeitstest mit allerbesten Noten bestanden und das ist der Punkt, den ich zusammenfasse in der Formulierung beste Referenzen. Wir fahren jetzt hier entlang der 6 Rohrbahnen, die das Wasser von dem 200 Meter höher gelegenen Wasserschloss runter zur Maschinenhalle transportieren. Diese Rohre haben oben einen Durchmesser von ca. 2 Meter und unten einen geringeren Durchmesser von ca. 1,80 Meter. Dafür ist die Wandstärke unten aber höher als oben. Unten beträgt die Wandstärke ca. 2,2 cm. Das ist deswegen der Fall, weil der höhere Druck natürlich unten ansteht und damit auch klar ist, warum dort die Wandstärke entsprechend stärker sein muss und intensiver ausgeführt sein muss. Diese Rohre wurden seinerzeit beim Bau von dem Bahnhof in Kochel angeliefert, teilweise über den Kochelsee, teilweise mit Schlitten, teilweise mit Ochsenfuhrwerken, aber auch mit den ersten LKWs, die es schon gab. Und teilweise von unten mit Lastaufzügen, mit improvisierten Lastaufzügen oder von oben an beiden Seiten angeliefert und letzten Endes dann vor Ort mit diesen Nieten, die sehr auffällig sind und die Optik auch bestimmen, miteinander verbunden. Und diese Rohre sind übrigens wie vieles am Weichensee-Kraftwerk Erstausstattung. Sie werden in sehr, sehr langen Abständen immer wieder mal gestrichen, von außen und auch von innen. Aber ansonsten gibt es keine weiteren Instandhaltungsnotwendigkeiten. Und wie gesagt, erste Ausstattung, auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Wir stehen jetzt hier am Wasserschloss, so heißt
dieser Ausgleichsbehälter, der hier in die Bergwand hineingebaut wurde, dieser Ausgleichsbehälter enthält 10.000 Kubikmeter Wasser und ist deswegen wichtig, dass ein Ausgleich zwischen dem nachfließenden Wasser des Walchensees und dem Verbrauch unten in den Turbinen erzeugt wird. Wäre so ein Ausgleichsbehälter nicht der Fall und das System wäre komplett geschlossen, dann hätten wir große Probleme mit den Druckveränderungen im Inneren des Rohrs. Das heißt, wir hätten einen sehr starken Druck auf die Rohre, wenn wir schlagartig die Turbinen unten zumachen. Und wir hätten auch einen Sog innerhalb der Rohre, wenn wir letzten Endes die Wassermenge und den Durchfluss erhöhen. Deswegen ist es wichtig, dass es eine offene Stelle gibt mit einer ausgleichenden Wassersäule. Und diese Wassersäule hier im Walchenseekraftwerk ist sehr mächtig und beträgt eben diese 10.000 Kubikmeter. Hinter mir sehen Sie eine Außenwand des sogenannten Wasserschlosses. Diese Außenwand hat eine bestimmte Form, nämlich sie wird nach unten hin deutlich dicker. Diese Wand ist nichts anderes als eigentlich auch eine Staumauer. Sie hält den Druck von 10.000 Kubikmeter Wasser in Schach. Unten im Inneren des Gebäudes ist der Wandfuß 20 Meter tief und er verjüngt sich dann nach oben auf ca. 5 Meter Tiefe, Mächtigkeit. Und aufgrund dieses schieren Gewichtes dieser Staumauer wird eben der Wasserdruck kontrolliert und das Wasser letzten Endes wie in einem Staubecken gehalten. Sowas nennt man Schwergewichtsstaumauer. Sie hat keine Verbindung zu dem Muttergestein links oder rechts, sondern hält eben dem Wasserdruck schier oder rein aufgrund des schieren Gewichtes stand. Wir befinden uns hier auf der Apparateebene des Walchenseekraftwerks im Wasserschloss. Die Apparateebene beherbergt 6 Geräte, die der Sicherheit dienen. Diese 6 Geräte, das sind diese turmartigen Vorrichtungen, die wir hier haben. Und diese turmartigen Vorrichtungen haben einen sensiblen Strömungslöffel jeweils in der Rohrbahn. 6 Rohrbahnen, 6 von diesen Vorrichtungen. Und dieser Strömungslöffel würde feststellen, wenn zu viel Wasser abfließt. Das heißt, wenn wir unten ein Loch oder irgendwo in der Rohrbahn ein Loch hätten und viel zu viel Wasser ablaufen würde, dann würde dieser Strömungslöffel auslenken und einen Mechanismus in Kraft setzen, der zur sofortigen Schließung des Rohres führt. Nichts anderes haben wir auch daheim im Haushalt zwischen Wasserhahn und Geschirrspülmaschine, den sogenannten Aquastopp. Wenn der Schlauch platzt, macht der Aquastopp dicht. Genauso ist es hier auch. Wenn das Rohr einen Schaden hätte, würde diese Vorrichtung sofort das Rohr schließen. Wir schauen jetzt hier auf die Rohrbahn hinunter und wir sehen 6 Rohrbahnen, die ja mehr oder weniger gerade bis kurz vors Maschinenhaus geleitet werden. Und dann werden die Rohrbahnen in 2 Kurven, in 2 Knicken in das Maschinenhaus hineingeleitet. Jetzt konnte man sich fragen, warum ist denn da so eine Kurve gemacht worden? Und letzten Endes ist es der Grund, dass Oskar von Miller und sein Team auch eine bestimmte Philosophie verfolgt haben. Und die Philosophie heißt an der Stelle eingebaute Sicherheit. Es geht also darum, dass, falls ein Schaden im Rohr passieren würde und das Rohr undicht würde, der Schaden nicht innerhalb der Maschinenhalle auftritt, sondern außerhalb der Maschinenhalle. Also es war so eine Idee, eine Sicherheit einzubauen für den Fall der Fälle. Die Rohre sind noch nie undicht geworden und es gab auch keinen Schaden in der Richtung, aber es ist quasi nochmal so eine, ja, so eine Sicherheitsvorkehrung, die Rohre nicht zielsicher und zielgerade ins Maschinenhaus zu führen, sondern eben mit einer entsprechenden Kurve. Leichter Wirkungsgradverlust, aber großer Gewinn an eingebauter Sicherheit. Die Maschinenhalle beherbergt 2 verschiedene Arten von Maschinensätzen. Maschinensatz ist die Kombination von Turbine und Generator. Wir haben 2 verschiedene Arten von Maschinensätze. Der eine Maschinensatz oder die eine Art von Maschinensatz produziert Haushaltsstrom. Das ist der Strom, den die Industrie, den die Haushalte, den wir alle brauchen. 50 Hertz Spannung. Wird erzeugt von 4 Maschinensätzen, die mit Francis-Turbinen angetrieben werden. Francis-Turbinen sind die Turbinen, die ja so wie so eine Flugzeugturbine aussehen.
Die zweite Gruppe von Maschinensätzen, die im Maschinenhaus installiert ist, sind die sogenannten Bahnmaschinen. Wir haben 4 Bahnmaschinen, die mit Pelton-Turbinen angetrieben werden. Und diese Bahnmaschinen erzeugen einen speziellen Strom für die Deutsche Bahn. Dieser spezielle Strom für die Deutsche Bahn unterscheidet sich von dem normalen Haushaltsstrom in seiner Frequenz. Die Deutsche Bahn möchte 16 2/3 Hertz Strom. Und deswegen wird dieser Strom gleich mit komplett anderen Maschinensätzen hergestellt. Wenn also die Deutsche Bahn ausführt, dass sie mit regenerativem Strom fährt, dann kommt dieser regenerative Strom auch zu einem guten Teil eben hier aus diesem Kraftwerk, aus dem Weichensee-Kraftwerk. Hinter mir sehen Sie eine Zwillings-Pelton-Turbine, die 67 Jahre Dienst getan hat im Weichensee-Kraftwerk. Diese Turbine ist seinerzeit herausgeholt worden und durch eine neue ersetzt worden. Nicht, weil sie schon kaputt gewesen wäre oder weil der Wirkungsgrad schlecht war. Nein, sondern weil man gesagt hat, gemessen an der Gesamtlaufzeit ist das ein günstiger Zeitpunkt, die Turbine rauszuholen. 67 Jahre Laufzeit für eine Turbine ist ein ganz wunderbarer Wert. Und den haben wir zum größten Teil der exzellenten Wasserqualität des Weichenseewassers zu verdanken. Das Weichenseewasser transportiert so gut wie kein Sediment und hat insofern auch wenig Abschliff an den Turbinen zufolge. 67 Jahre Funktion auszuüben ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Das heißt, die Energie, die in die Produktion dieser Turbine und letzten Endes auch in die Errichtung dieses Kraftwerks vor 92 Jahren investiert wurde, hat sich vielfach ausgezahlt und ist, so der Fachausdruck, mit einem hohen Erntefaktor belegt. Das heißt, sehr viel mehr Energie als die Erzeugung und die Errichtung gekostet hat, hat dieses Kraftwerk mittlerweile seit 1924 produziert. Wir haben hier am Standort auch ein Informationszentrum, das viele 10.000 Besucher im Jahr anlockt. Wir haben darüber hinaus einen besonderen Tag im Jahr. Das ist immer der zweite Sonntag im September, der Tag des offenen Denkmals, eine bundesweite Aktion, an dem auch das Weichensee-Kraftwerk teilnimmt. Das Weichensee-Kraftwerk ist kein Denkmal, wir sind ein produzierender Betrieb, aber an diesem Tag machen wir als historisch bedeutsames Gebäude dann auch die Pforten auf und zeigen deutlich mehr her als im normalen Infozentrumsbetrieb. Das heißt, nur an diesem einen Tag ist für das Publikum auch die Auffahrt auf das Wasserschloss möglich.